Ja. Danke. Ab in Deckung. Eieiei. Ich zünde meinen Hubraum. Ich bin mal kurz gestorben. Was ist denn sowas? Wo bist du? Ich komm hoch. Ja, hier sind noch ein paar von den Äuglein. Wo ist denn der Dicke? Ah, da. Welcher der beiden? Danke. Ich bin hier oben. Ja, nee, aber es waren ja zwei. Ich hab nicht über dich geschnitten. Gut, wir hatten zwei Dicke. Der Große ist jetzt erstmal weg. Mhm. Wo liegt der Coolman? In der Nähe von dem Dicken. Vorbei. Es ist kein einziger Wex oder Gefallener in Sicht. Tut mir leid, dass es so enden musste, Failsafe. Den Versuch war es wert, freundlicher Geist. Freundlicher Geist, wie schön. Ich will erstmal nachladen. So, okay. Bin, glaube ich, direkt hinter euch. Wie geht's weiter? Warten wir eben kurz auf den Shadow. Bin schon da. Oh. Sie haben... Wow, viele Gefallene. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Dieser Gruppe wurde gesagt, wenn sie einander terminieren, wird der Überlebende freigelassen. Keiner von ihnen hat geschossen. Außer auf uns natürlich. Das nenne ich Loyalität. Wir haben heute alle etwas gelernt. Ja, die Wex sind das Letzte. Hey, wirklich Herausforderung abgeschlossen. Sehen, was wir Schönes bekommen haben. Genau, ja, sehr schöne Stiefelchen. Genau, wir können nachher dann auch zu Tess. Ah, ich habe ein paar neue Waffen bekommen. Ich habe einen Verbrauchsgegenstand bekommen. Was ist das? Ich habe nichts Tolles bekommen. Ja, eine Maschinenpistole. Aber da habe ich ja meinen Bogen. Multikills haben die Chance, einen Glimmerregen zu verursachen. Effekt hält 4 Stunden. Glimmer. Lang. Ja, wieso auch nicht? Müssen wir die Maske eigentlich noch aufhaben? Wissen wir das? Wir sollten jetzt mit Tess, also für Tess Everest, sollten wir jetzt mit der Maske eine Herausforderung machen. Jetzt möchte ich mir einmal ganz kurz auf der Karte gucken. Ich kann also nichts. Okay. Ich habe einen spannenden Ladebalken. Okay, was ich sehe, für Flashpoint Nessos eine wöchentliche Herausforderung haben wir 20%. Da kriegen wir eine mächtige Ausrüstung. Das ist halt die Frage. Ja, dann machen wir das doch. Ja, das. Ein öffentliches Event steht bevor. Ist da gleich hier um die Ecke. Ach, Scheiße, ja. Wie kommen wir da hoch? Wahrscheinlich erstmal rauslaufen. Ja, und dann kannst du hier hochspringen. Wo seid ihr jetzt? Noch sind wir nur. So, jetzt können wir. Jetzt kann man hier hochspringen über Ebenen, würde ich sagen. So. Ach Gott, nee. Kann doch nicht sein. Doch. Das ist ja über uns. Aber... Und dann hier auf... Was hier als Zwischenebene? Meine Sensoren haben anormale Wex-Aktivitäten. Ich weiß nicht, welchen Weg du genommen hast. Ich bin hier. Ich... Da, wo es auf dich schießt. Ja. Oh Gott, ja. Da über echt? Die untere Ebene. Auf die.
Und dann die nächste. Schieß mal, wo ist die nächste? Du warst doch eben noch neben mir. Ich muss gerade leider mal eben hier kurz ein bisschen selbst schießen, weil ich hier angegriffen werde. Nein! Ach Gott, jetzt fängt wieder. Das mag ich doch nicht. Und wo muss ich hier weiter? Immer nach oben. Immer wo du nach oben weiterkommst. Aber hier geht's nur nach unten. Ich muss jetzt hier weiter hoch. Tut mir leid, weil ich werde hier die ganze Zeit beschossen. Das ist ein bisschen nervig. Ich sehe einen von euch. Coolman sehe ich. Coolman, geh mal nicht zu dem, sondern geh einfach hier weiter nach oben auf den Ast, damit wir da zum Event kommen. Das läuft nämlich schon. Aber, genau, Shadow, und da wo ja, du... Ja, und nun? Okay, ich komme eben runter. Hier ist eine Zwischen... Warte. Die Ebene unter mir. Auf die bin ich. Auf die bin ich gesprungen. Da war ich eben schon mal. Genau. Und dann? Und dann von hier einfach hoch. Ach du Schande, das schaffe ich doch nie. Da muss man ja um Ecke springen. Ja, aber du hast ja auch einen Doppelsprung. Genau, dann noch weiter hoch. Ach, hier. Ja, das kann ein bisschen dauern. Wenn du da bist, dann geht's. Ne, bin ich nicht. Bin jetzt, glaube ich, wieder runtergefallen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Da. Ja, komm zu mir. Sonst versuch doch nach hier wieder als Zwischenschritt auf diese Ebene zu springen. Ja, aber wenn ich das nicht schaffe, dann falle ich ganz runter. Kann ich nicht hier vorne hoch? Ja, natürlich. Wenn du da hoch kannst. Aber so Nein. wie du gerade springst, du bist ja auch vorwärts und nicht hochgesprungen. Gut, vielleicht lassen wir das Event einfach Event sein und gucken einfach, ob wir hier. Ich falle immer weiter runter. Ob, jetzt bin ich wieder ganz unten. Ob die normalen Abenteuer eventuell auch zählen. Ich bin bei dem Event gerade, sorry. Ja, dann mach mal. Vielleicht portet ihr euch mal irgendwo in die Nähe. Das war ja der nächste Punkt. Also, es gibt hier gerade keinen näheren. Keine Ahnung, wie man da sonst hochkommt. Ich habe auch nicht das Gefühl, als wäre ich hier schon mal gewesen. Und gerade sehe ich auch den Shadow nicht mehr. Aber Shadow, ich komme runter zu dir. Und nö, ich versuche hier gerade an einer anderen Stelle hochzukommen. Aber meine Sprungfähigkeiten sind... Ja, sonst machen wir doch einfach gleich, wenn... Ja, dann warten wir doch eben, bis Mario das da oben fertig hat und treffen uns dann hier unten, wo wir gerade rauskamen. Und machen dann Jetzt bin ich nach oben, jetzt gehe ich nicht wieder runter. Machen einfach das Abenteuer, um zu gucken, ob das auch Fortschritt bringt. Nein, ich bin jetzt gleich am Event. Diese Vex, sie bauen heroisches Event. Berechne Wahrscheinlichkeit. Bin einfach den längeren Weg von hinten gegangen. Ja, das tun sie. Jetzt seid ihr beide bei dem Event und ich bin da nicht, weil ich dir hochhelfen wollte. Das ist sehr nett von dir gewesen. Ich bin halt hinten den entspannten Weg gegangen. Ja, keine Ahnung, ich kenne mich hier nicht aus. Deswegen habe ich versucht, den direkten Weg zu nehmen. So, genau. Ja, super daneben geschossen. Ich bin immer noch der Meinung, diese scheiß Sprungeinlagen, die hätten sie sich echt sparen können. Das ist das Dumme. Das ist ja auch ein Konsolenspiel und Konsolenkiddies stehen auf sowas scheinbar. Säule vernichtet. Wie schmeckt euch das? Als anorganische Dex die Säule vernichtet. Ja, danke. Trotzdem, verschluckt euch dran, ihr anorganischen Netzwerkwesen.
Sehr schön. Okay, brachte uns das Fortschritt? Mal kurz gucken. Wo genau siehst du das wieder? Im Inventar? Hinten bei Flashpoint oder? Nessus. Ja, haben wir 45% Fortschritt. Okay, ja. Also wenn Events ich, was nee, ich, bringen... Erklär mir jetzt bitte einmal, wo ich das sehe. Hm? Du gehst wo auf die Karte und dann gehst du nach rechts zu Flashpoint Nessus, zu dem Symbol. Ah, okay. Dann würde ich sagen, springen wir zum Wächtergrab und machen dort das Event, was in einer Minute anfängt. Weil wenn wir ich über Events auch, den Kram... Ja. Eine Reise zum Wächtergrab und dann machen wir das hier. Graben wir mal den Wächter. Weil dann würde ich ja schauen, dass wir da schnell die 100% voll kriegen. Das ist ja auch mal schön, wir waren ja schon lange nicht mehr hier. Dann kriegen wir noch eine mächtige Ausrüstung, dann kommen wir noch zu Tess Everest. Und dann haben wir auch. Aber wir sind doch schon mächtig. Ja, aber dann haben wir bald auch ein bisschen besseres ja. Item-Level. Mächtig blöd sind wir. Haha. Ja, du sprichst für dich selber. Wo ist denn das? Ach da, okay. Ich muss das mal eben kurz finden. Oh. Wo ist denn das? Weiß ich nicht. Hier vorne irgendwo. Irgendwo da, wo du hin bist. Da muss das ja irgendwo sein. Ich laufe auch erstmal durch. Ah ja, das manchmal finde ich das toll, wenn man nach vorne springt und an der Kante abprallt, dass man dann nach hinten springt. Oh, hier hinten passiert auch gerade irgendwas. Event. Da passiert gleich was. Ether-Nachschub. Wo seid ihr? Ja, ich bin doch da. Äther. Oh. Ich glaube, ich bin besoffen. Cool, man, du läufst in die falsche Richtung. Ich sag, ich gehe dorthin, wo mir meine Karte das anzeigt. Nee, machst du nicht. Nee. Da ist ein riesiges Auge. Ja. Das sind schlechte Neuigkeiten. Halte sie auf. Halte sie auf. Ich wurde von dem Auge wohin geportet? Ja, das kann sein, dass sie das hochportet und du dann runterfällst. Ja, zum Glück bin ich oben auf irgendwas drauf gelandet. Muss mal fix die Waffe wechseln. Die ist mega scheiße, die ich gerade ausgerüstet habe. Wo ist denn das Auge jetzt? Bei mir. Achso, keine schwere Muni. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Es ist immun. Ist noch irgendwas. Ah, ja, du musst da unten das kleine Auge, den Transporter-Servitor, den musst du erst wahrscheinlich töten. Ja. Ja, die war oben, jetzt bin ich wieder unten. Der Coolman kann sich selber Fall, wieder belegen. Ich belebe mich auch gleich wieder. 5 Sekunden, ne? Das ist relativ fix. Also, jetzt müssen wir als erstes wieder die Transporter-Servitoren töten. Und die kleinen Mobs? Ja, die kleinen Mobs sind, glaube ich, fast egal. Die spawnen nämlich immer nach. Kleine Auge ist hinter dem. Beziehungsweise babbelt da hin und her. Okay, Kleine ist tot. Ich würde sagen. Das sieht abgeschlossen aus. Geschafft. Wir haben und ich auf der Kiste in der Mitte. Zum Glück verursacht der Kontakt mit Äther keinen dauerhaften Schaden. Glückwunsch. Wir haben doch schon Schaden. Gut, mal eben kurz gucken, wie viel Prozent das machte. 60%. Okay, 15% bringt ein normales. Ich würde sagen,
wenn ich gerade mal eben so kurz gucke. Da unten ist gleich wieder eins. Ja, da müssen wir auch von hier aus hinfahren. Ja, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Wo? Im Süden, ja. Wie kommen wir denn? Hier vorne kommt man, glaube ich, raus. Einfach anklicken, ja. Und dann der Karte nach. Ja, aber du musst ja trotzdem erstmal auf die. Ja. Muss man da wieder. Ich hasse es immer, wenn ich springen will, dass ich dann instinktiv Leertaste drücke. Ja, das ist auch sowas von eine Mechanik, die. Ich erinnere mich noch das erste Mal, wo wir Fahrzeuge hatten, wo wir so waren. Wie steigt man denn ab? Okay, ich bin da. Event beginnt, außerdem. Ja. Wir sind bald da. Ja, ich sehe euch. Also 15% bringt ein normales Event. Diese Mechs, sie bauen irgendetwas. Berechne Wahrscheinlichkeit. Ja, berechne du mal die Wahrscheinlichkeit. Ja, das tun sie. Alarm. Meine Sensoren haben anormale Mechs-Aktivitäten im örtlichen Quadranten aufgespürt. Ach. Aber wir könnten was sonst. Was sind denn normale Wechselaktivitäten? Hier ist dann übrigens direkt danach eine Patrouille. Ja. Ich weiß nicht, ob die auch dafür. Habe ich auch gesehen, Fall. Genau. Die würde ich danach auch stumpf machen. Ja, nicht stumpf unbedingt, aber. Ja. Aber die würde ich ja auf jeden Fall auch danach machen. Also ich vermute, wir müssen einfach verhindern, dass die Vex hier reinkommen, richtig? Klingt nach einem Plan, ja. Weil die hier was bauen wollen. Das war ein ganz dickes Ding. Ich wette, die wollen einen Toaster bauen. Nein. Doch albern. Oh, Level 38. Auf jeden Fall levelt man. Großer. Auf jeden Fall levelt man den Ball ganz gut bei dem ganzen scheiß Kleinkram, den wir hier machen. Also bist du jetzt erst Level 38? Wir waren doch schon vor einer halben Stunde Level 38. Ich bin vor einer Dreiviertelstunde Level 38. Ja, und ich bin kurz nach dir. Ja, der Bacon hat einfach weniger Schaden gemacht und weniger Erfahrung bekommen. Deine Mutter hat weniger Schaden gemacht. Das kannst du gar nicht wissen, was die so alles macht. Schön langsam nacheinander um die Ecke, so muss das sein. Ich bin jetzt schon 39. Maximal Level war 50, ne? Aktuell ja. Also irgendwas Dickes. Ich bin mal kurz gestorben. Ja, aber du kommst ja eh nicht. Aber ich komme automatisch gleich wieder. Ach, das war gar kein Halbkreis vom Coolman. Schade. Das hat Schaden gemacht. Bin auch gerade gefallen. Aber bin schon wieder da. Hä? Mir wurde jetzt angezeigt, ich bin auch 38? Das bin ich doch vorhin schon geworden. Du bist bei mir 38, vorhin bist du 37 geworden. Ich bin vorhin 38 geworden. Nee, also vor einer halben Stunde bist du 37. Coolman wird mehr als 39 angezeigt. Ja. Okay. Ja, dann nehme ich das zurück, dass der halt Aufstieg so vom. Ja, genau. Du kannst doch nicht damit zu tun haben, weil ich habe ja viel Schaden gemacht. Hast vielleicht einen großen Schaden, aber das heißt nicht, dass du so viel Schaden machst. Da hinten kommt ein Zersetzer. Oh, ist schon tot.
cool, man. Du hast ja vorhin das Event komplett mitgemacht. Das hinten. Das ist richtig. Was war denn das? Wurde das dann heroisch? Ja, das wurde heroisch, ja. Ja, genau, aber wurde das heroisch, als die Zeit abgelaufen war und 10 von 10? Oder weißt du das? Also hast du nee, da hat. Ich glaube, man muss einen Gegner relativ schnell töten. Ich denke auch, dass das mit der Zeit zusammenhängt, weil letztendlich das Spiel testet, ob die anwesenden Spieler in der Lage sind, sehr viel Schaden zu machen, und dann schaltet es auf heroisch. Echt? Weil, also meistens ist ja, du musst, also ja, es ist ja eigentlich immer so, du musst irgendwas richtig machen. Mir ist da nichts aufgefallen. Na, oh, gut, haben wir jetzt auch normal. Ha, so sieht's aus. Keine Säule für euch. Ihr seid zerstörerisch. Berechne die Integrität der Infrastruktur in Anbetracht des verursachten gut, Schadens. Gut, dann einmal kurz nachgucken, dann müssen wir jetzt ja 75. Ich habe aber kein Item bekommen. Ne, ich habe auch nur Scheiße in der Kiste. Dann sollen wir die Patrouille hier machen? Ja. Starte eher Le-Patrouille. Die Aufstellung zeigt ein Prioritätsziel. Es scheint groß und wirklich nicht gut drauf zu sein. Aber keine Sorge, ich bin mir sicher, dass du es schaffen wirst. Ja, wenn du dir mal sicher bist, dann ist es nicht so. Und je nachdem, wie viel Prozent das gibt, müssen wir danach noch irgendeine Sache, glaube ich, machen. Und dann haben wir die 100% voll. Jetzt aber eng. Ich bin gerade echt stolz auf mich selbst.